Hi, ich bin der Kevin von Ubisoft und ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Menge Presse- und Content-Creatern satte 2 Stunden Assassin's Creed Mirage zu spielen und aufzunehmen. In diesem Video würde ich euch super gern zeigen, was ich in dieser Session erlebt habe und euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Habt ihr Bock? Dann geht's jetzt los. Meine Session startete mit einer halben Stunde Free Roam, damit ich die Steuerung kennenlerne und mich eingrooven konnte. Da ich aber der beste Gamer aller Zeiten bin, bin ich nach 5 Minuten in die richtige Session gesprungen. Aber nochmal ganz kurz, damit ihr auch abgeholt seid, darum geht's in Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage stellt eine Art Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin's Creed Teil dar. Dabei führt es uns in ein prächtiges Bagdad im 9. Jahrhundert auf dem Höhepunkt seines goldenen Zeitalters. Wir übernehmen die Rolle von Basim, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf seiner Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Mirage wird ein fokussiertes, narratives Action-Adventure-Erlebnis mit modernen Gameplay-Elementen im Bereich Parkour, Stealth und Attentaten sein. Und genau das konnte ich in meiner Anspiel-Session auch erleben. Ich durfte eine komplette und ziemlich lange Questreihe spielen, bei der es darum ging herauszufinden, wer die Geschicke rund um den Handel im Bazar von Bagdad lenkt und manipuliert. Bedeutet, wir haben im Menü den Bereich Nachforschungen. Dort werden im Grunde die Quests markiert und Stück für Stück enthüllt, je mehr Informationen ihr zur jeweiligen Quest oder Zielperson herausfindet. Dafür habe ich in meiner Session allerlei Dinge getan. Händler bestochen, um von ihnen Informationen zu erhalten, Dinge gestohlen, Leute belauscht, Zielpersonen getötet und so weiter. Meine Quest startete damit, einem alten Freund Kong seine Kiste entwendeter Teeblätter zurückzubringen. Diese waren allerdings von Schergen super gut bewacht und wie das so ist, habe ich es, nachdem ich mir die Gegend um mein Ziel genau angesehen habe, erstmal mit Kampf versucht. Das lief eher nicht so gut. Ich habe ziemlich schnell begriffen, dass Kampf in Assassin's Creed Mirage eher sowas wie die letzte Alternative sein sollte, wenn alles andere tatsächlich fehlgeschlagen ist. Mein Versuch, die Kiste mit Schleichen zu ergattern, war auf Anhieb deutlich vielversprechender. Und so war ich dann nach erfolgreichem Geschleiche wieder auf dem Weg zu Kong mit der Kiste auf dem Arm. Kaum habe ich Kong seinen Gefallen getan, erfahre ich von weiteren Problemen, die der scheinheilige Geschäftsmann hat. Seine Waren gelangten nicht mehr in die Stadt hinein, weil sie von Wachen am Hafen abgefangen wurden, die scheinbar irgendetwas Spezielles darin suchen und Befehle von jemandem von ganz oben erhalten. Ha! Das kann ja nur mein eigentliches oberstes Ziel sein, oder? Kurzum, helfe ich Kong bei seinem Warenproblem, könnte das auch mir helfen. Basim will nämlich Zutritt zu einer großen Auktion, die im Bazar stattfindet, der sogenannten Wohlstandsrunde. Und Kong könnte mir helfen, Zugang zu erhalten. Ich suche also den Hafenmeister, um Kongs Handelsroute wieder freizulegen. Nach der Bestechung eines Händlers gegen Informationen weiß ich, wo sich das Lager mit den beschlagnahmten Waren befindet. Und hier habe ich es direkt mit dem schleichenden Ansatz versucht und auch geschafft. Briefe in diesem Lager verraten mir also zusätzlich noch den Namen des Hafenmeisters, Kululu. Mit dem Namen enthüllt sich im Bereich Nachforschungen, also mein aktuelles Ziel, und dazu haben die Nachforschungen bisher auch richtig Bock gemacht. Stealth in Assassin's Creed ist sowas von wieder zurück. Der nächste Schritt in meiner Quest ist also Kululu auszuschalten. Doch in seinem Lager stoße ich auf eine neue Gegnerart, die die Dinge durchaus kompliziert macht. Ein Schütze will meinen Adler Enkidu töten, sobald ich ihn rufe. Na toll. Auskundschaften vom gegnerischen Lager ist also nicht. Um dieses Problem zu lösen, muss ich mich also in das Lager hineinschleichen, was ich vorher weder auskundschaften konnte, noch die Gegner markieren konnte. Das bringt eine super nette Prise Nervenkitzel mit sich, da ich schon da das Gefühl hatte, hinter jeder Ecke könnte noch ein unentdeckter Gegner stehen. Nachdem der Schütze allerdings Geschichte ist, kann der gute Enkidu wieder eingesetzt werden und ich kann Kululu finden und ausschalten. Bevor ich euch gleich vom Ende der Quest erzähle, möchte ich euch noch den Fähigkeitenbaum zeigen. Nach der Quest rund um Kululu habe ich nämlich 3 Fähigkeitenpunkte und kann diese direkt in das Kettenattentat aus dem Schattenbaum investieren. Das hilft mir nach einem Attentat direkt ein Messer, sofern ich eins habe, auf einen weiteren entfernten Gegner zu werfen. So, und nun wird's aber wirklich Zeit für den wirklich großen Fisch. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Spoiler-Alert loswerden. Wollt ihr rein absolut gar nichts über das Ende dieser Quest wissen,
dann schaltet jetzt besser ab und freut euch auf das Spiel. Für alle anderen mache ich weiter. An der Spitze der Machtpyramide der Region Al-Kark sitzt nämlich der Schatzmeister, verantwortlich für Korruption, gestohlenes Eigentum, erpresste Händler und weiteres Übel. Ich habe bisher herausgefunden, dass der Schatzmeister auf der Suche nach einer speziellen Haarnadel ist. Neben mehr Infos über den Schatzmeister brauche ich auch diese Haarnadel. Das Ziel ist, den Schatzmeister auf dieser großen Auktion, der sogenannten Wohlstandsrunde oder Dairat al-Mal, herauszulocken und seine wahre Identität herauszufinden. Ich brauche also auch eine Audienz beim Schatzmeister, um diesem Treiben ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Okay, das klang jetzt sehr pathetisch. Aber im Ernst, jetzt wird's wirklich interessant. Der folgende Abschnitt spielte komplett in und um den Bazar von Al-Kark. Hier besteche ich erneut Händler für Informationen, belausche zwei Frauen, die sich über einen speziellen Duft unterhalten und erledige wieder irgendwas für Kong. Diesmal sogar aber mit einem kleinen Schieberätsel, bei dem ich, um an Kongs geliebten Gegenstand zu kommen, ein Regal vom einen in den anderen Raum schieben muss. Das Regal passt allerdings erst durch den Durchgang, wenn ich diesen aufsprenge. Ich finde im Folgenden also Informationen über die Haarnadel, den Schatzmeister und die große Auktion. Ich möchte euch das Ende der Quest hier aber wirklich nicht spoilern, aber ich will euch so viel verraten. Bei der großen Auktion hätte ich um die Haarnadel sogar mitbieten können, hätte ich genug Knete gehabt. Und um dann die Audienz beim Schatzmeister zu bekommen, musste ich noch zwei andere Schmuckstücke besorgen, um ihn dann am Ende tatsächlich beseitigen zu können. Das war eine riesige Questline, die viele verschiedene spannende Momente, jede Menge Stealth und eine dichte Story geboten hat. Und damit endete meine Session mit dem Spiel. Ich hoffe, ich habe euch wirklich einen guten ersten Eindruck vom Spiel verschafft und wünsche euch selber mit Basim super viel Spaß, wenn Assassin's Creed Mirage ab dem 5. Oktober für PlayStation 5, 4, Xbox Series X und S, Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erscheint. Zudem könnt ihr auch Ubisoft Plus abonnieren, um direkt zum Start der Veröffentlichung Zugang zu erhalten. Wir sehen oder hören uns ganz bald wieder. Tschüss!